Ein heißer Julitag in der bayerischen Provinz auf der Motocross-Strecke von Reichling. Die Biathletin Laura Dahlmeier will Gas geben, mit Freunden Spaß haben, einen Tag lang den anstehenden Olympiawinter aus dem Kopf verdrängen. Dass wir mit der Kamera dabei sein dürfen, hat Überredungskraft gekostet. Sie schützt ihr Privatleben wie ihren Körper. Gut trainieren, die Oberschenkel. Nicht zu viel an sich heranlassen. Jetzt, wo sie kurz vor der Erfüllung ihres Traums steht, Gold bei Olympia. Meine Ziele waren schon immer Profisportlerin werden. Ich wollte da in die Weltcup-Mannschaft, in A-Kader. Und ja, das habe ich auch so kommuniziert. Also wenn mich jemand gefragt hat, wenn mich die Oma gefragt hat, ja, Laura, was möchtest du später mal werden? Dann habe ich gesagt, ja, Biathletin. Das war schon so. Mit 24 Jahren fährt Laura Dahlmeier als Goldfavoritin nach Südkorea. Das Kraftpaket aus dem Werdenfelser Land will diese Herausforderung. Ihr ganzes Leben sucht sie schon danach. Garmisch-Partenkirchen, die Heimat der siebenfachen Weltmeisterin. Ihr Verein, der SC Partenkirchen, hat zur Ehrung geladen. Laura Dahlmeier hat Rekorde gebrochen. 11 WM-Medaillen in Folge, Gesamtweltcup-Sieg. Sie ist die legitime Nachfolgerin von Magdalena Neuner, die ebenfalls aus dem Werdenfelser Land stammt und mit Dahlmeier jahrelang in der gleichen Gruppe trainiert hat. Hey, everybody! Ich krieg oft die Frage, ob die Laura mich mal anruft und fragt, wie sie dies und jenes machen soll. Und dann muss ich immer schmunzeln. Ich glaube schon, dass sie sich so das eine oder andere abschauen hat können, auch von anderen Mannschaftskolleginnen oder auch von mir. Aber ihre Situation ist wieder ganz andere als meine. Wir lernen durch Schmerz und Freude. Und ich glaube, man kann sich nur selber weiterentwickeln, wenn man auch diese Erfahrungen macht. Seefeld, Tirol, im Mai. Der erste Vorbereitungslehrgang der Biathlon-Nationalmannschaft. Noch 9 Monate bis Olympia. Im April hatten alle Urlaub. Am Tag der Arbeit beginnt Laura Dahlmeier mit der Olympia-Vorbereitung. Nach den vielen Erfolgen gibt es keinen Grund, das Training zu verändern, wenn nicht die Spiele von Pyeongchang auf sie warten würden. Ja, die Olympischen Spiele sind immer irgendwie im Hinterkopf, wenn es dann so darauf zugeht. Und mir selber ging es schon so. Ich habe eigentlich ab dem ersten Trainingstag immer im Hinterkopf gehabt, du trainierst auf ganz was Besonderes hin. Und bin sehr gespannt auf die Olympischen Spiele in Korea. Der Wol Yeongsa-Tempel in der Nähe des Biathlonstadions von Pyeongchang. Beim vorolympischen Weltcup im März nähert sich das Frauenteam der südkoreanischen Kultur. Hier wird Laura Dahlmeier zum zweiten Mal bei den Spielen an den Start gehen, aber zum ersten Mal als Favoritin. Klar, mein Ziel ist Olympia, ist im Winter in Pyeongchang einfach fit zu sein, wenn ich da an den Start gehe. Das wäre jetzt auch Schmarrn, wenn ich sage, ja, schauen wir mal. Aber ganz wichtig ist es auch, glaube ich, dass ich den Spaß am Sport nicht verliere, dass ich mich einfach auch nicht abbringen lasse von meinem Weg. Oh. 2014 hätte es schon funktionieren können. Das Stadion in Sochi heißt zufällig Laura. Und bei der Olympia-Generalprobe läuft Dahlmeier die deutsche Staffel zum Weltcupsieg mit gerade mal 19 Jahren. Olympia war immer so ein Kindheitstraum. Ich möchte es einfach ja, genießen. Ich habe da auch nichts zum Verlieren. Das ist mein erstes wirkliches Großereignis. Und ich versuche, gute Rennen abzuliefern und habe dann aber schon gemerkt, dass ich einfach auch nicht in der absoluten Topform bin. Ähnlich wie der Rest. Das erfolgsverwöhnte deutsche Frauenteam erlebt ein Desaster. Zum ersten Mal keine Medaille. Übertrainiert, unerfahren. Dazu der Dopingfall von Sachenbacher Steele. Ein Super-GAU in Sochi. Klar, ich wollte mich schon mal auf die Staffel fokussieren. Und als die dann auch noch total in die Hosen gegangen ist, ja, glaube ich, habe ich da schon recht schnell darüber lachen können. Hab mir gedacht, ja, es ist sowieso so, wie es ist. Und wer weiß, ja, für was es gut war. Rückschläge sind dafür da, daraus zu lernen.
Aufgeben gilt nicht, vor allem nicht in der Familie Dahlmeier. Mutter Susi war eine Weltklasse-Mountainbike-Fahrerin, genauso wie Vater Andreas. Die Schule des Profisports war die Schule für Laura. Das war einfach so die Einstellung, wenn sie zum Langlaufen gegangen sind am Wochenende oder wenn wir gemeinsam was gemacht haben auf einer Bergtour, dann haben wir nicht nach 15 Minuten wieder Pause gemacht oder sind umgekehrt, weil das Wetter schlecht war, sondern wenn wir uns für eine Tour entschieden haben, dann haben wir die halt gemacht und dann ist das durchgezogen worden und das war halt ein super Gefühl, wenn man dann auf der Hütte ankommt oder abends daheim ist und ja, einfach was geschafft hat, was erreicht hat und ich glaube, den Spirit habe ich sofort so in mir aufgenommen und ja, wenn dir das immer so positiv vorgelebt wird, dann gibt es eigentlich da gar keine Zweifel und auch gar keine andere Möglichkeit, das selber so zu machen. Wer weiß, ob ich jemals nur die Möglichkeit habe, das zu probieren. Mutter Dahlmeier liebt die Herausforderung, genauso wie ihre Tochter. Die ehemalige Downhill-Europameisterin wollte eigentlich Laura nur zusehen. Ja, da hinten auf der Kinderstrecke kannst du ein bisschen fahren. Und wenn du dann zutraust, auf der Großen zum Fahren, kannst du dann einmal auf der Großen fahren. Ja. Gut. Und passt? Das passt. Susi Dahlmeier hat ihr wildes Temperament ihrer Tochter vererbt. In den 80er Jahren meldete sie sich als Amateurin bei einem Mountainbike-Rennen an und schockte die Profis. Sie gewann und dominierte fortan den Sport. Zaudern passt nicht zu dieser Familie. Ja, das liegt, glaube ich, bei uns auch in der Familie, dass man einfach ja, was ausprobiert, dass man da Gas gibt und sich da gescheit reinhaut. Ich glaube, ich bin von Haus aus schon eher eine ehrgeizige Person. Also wenn ich was mache, dann will ich es gescheit machen. So halbgescheirige Sachen, sagt man, bei uns gibt es nicht. Wenn, dann bitte mit 100%. Wer in Garmisch-Partenkirchen aufwächst, entkommt der Natur nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, seine Energie loszuwerden. Die kleine Laura steht mit 2 Jahren auf Alpinski, ihre erste große Leidenschaft. Dann kommt Weihnachten und alles ändert sich. Ich habe auf dem Wunschzettel eigentlich einen Lenkbob geschrieben und leider waren dann Langlaufski unter dem Christbaum gelegen und habe ganz entsetzt zu meinen Eltern geschaut. Und ich glaube, ich habe sogar zur Mama gesagt, ich glaube, das Christkindl hat sie verflogen. Das hat mir im ersten Moment auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich bin dann aber über einen Bekannten zum Schießen gekommen, der hat gefragt, ob ich das mal ausprobieren will. Die Schießerei hat mich dann sofort total fasziniert. Und dann hat sie geheißen, okay, dann musst du aber bitte auch Langlaufen anfangen. Und dann war es auf einmal doch gar nicht mehr so fad, sondern hat auch Spaß gemacht. Und die Faszination hat bei mir wirklich das Schießen ausgelöst. Ab diesem Zeitpunkt trainiert die junge Laura fleißig auf den Loipen von Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald. Ein Familienprojekt. Ihr Großvater Max Buchwieser schnitzt ihr den ersten maßgeschneiderten Schaft. Als wir meine erste Waffe, also meinen Holzschaft quasi angepasst haben, es war ein sehr standardisierter Schaft und ich war doch recht klein und dann hat er angefangen mit seine Messer da zum Rumhantieren. Mir quasi das Griffstück angepasst auf meine kleine Hand, hat mir immer wieder Sachen geben zum Testen, schauen wir, wie groß soll das sein. Und ja, letztendlich habe ich dann doch 2 Jahre mit dem Schaft trainiert. Jetzt bei mir die Laura Dahlmeier. Eine blitzsaubere Bilanz. 8 Läufe, 8 Starts und 7 Siege davon. Wie schaut jetzt dein weiterer Verlauf aus für die Zukunft? Ja, keine Ahnung, das sieht man ja nachher. Also ich werde schon schauen, dass ich vielleicht in irgendeinen Kader komme und dann vielleicht mal in den Weltcup. Das sind halt so meine Ziele und so. Nächster Tag ist los im KK-Bereich. Wer ist dein Vorbild von den ganz Großen? Magdalena Neuner, Martina Klago und Ole Einer Björndalen. Ich kann mich erinnern, dass sie halt auch ein kleiner Stöpsel war, der irgendwann dazugekommen ist. Und das Erste oder das, was mir ganz arg in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie eine war, die super geschossen hat. Also sie war das Schießtalent. Die ist dazugekommen und hat, glaube ich, immer alle Scheiben abgeräumt. Und das hat sie, glaube ich, von Anfang an ausgemacht. Und Trainer Bernhard Kröll, der schon 3 Athletinnen zur Weltspitze gecoacht hat, sieht, dass er ein Juwel schleifen darf. Speziell ist an Laura, dass sie, obwohl sie noch relativ jung ist, das schon, oder sich sehr viele Gedanken macht über das Training, über den Trainingsplan, auch gerne mal rückfragt, was ja gut ist, einfach weil sie bestrebt ist, möglichst ihre
ihre letzten Schwierigkeiten oder Dinge, die sie noch nicht so gut kann, zu verbessern. Es war immer so, eigentlich auch von Anfang an, dass es hieß, die Laura ist die Nächste, die irgendwie da oben ankommen kann. Also es war irgendwie so gesetzt, dass die Laura es auch irgendwann schaffen wird. Wir sind ja eine kleine Gruppe gewesen und ja, so ist man einfach freundschaftlich miteinander umgegangen. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass die Laura eine war, die hinter mir gestanden ist und geschaut hat, wie macht jetzt sie. Das ist mir persönlich nie aufgefallen. Geradeaus, ohne Blick nach links oder rechts. Und plötzlich hat sie es geschafft. Ankunft bei der WM in Nové Město 2013. Sie überspringt zwei Stufen auf einmal. Das deutsche Frauenteam hat Probleme, während Dahlmeier in Obertijach dreimal Gold bei der Junioren-WM gewinnt. Ich bin wie auf so einer Welle geschwebt. Da haben wir auch das erste Mal dann so ein bisschen eine Pressekonferenz danach gehabt, wow, was sagen und vielleicht dann auch noch was auf Englisch. Nein, zum Glück nicht, wir sind ja da in Österreich. Ja, und dann war danach eine Teambesprechung. Ja, Laura, komm mal her, wir müssen mit dir reden. WM, sag ich, was? Weltmeisterschaften? Ich bin nur Deutschlandpokal gelaufen, JWM, noch nie einen EBU Cup, noch nie einen Weltcup. Und jetzt soll ich zur WM? Ja, nur als Ersatzfrau. Kriegst du sowieso keinen Einsatz, fährst halt hier, trainierst. Und das war erst mal so, wow, krass. Dann fragen mich die Trainer, damals noch der Uwe Müssigang und der Gerald, ja, Laura, kannst du dir das vorstellen, Staffeleinsatz? Sag ich, puh, na ja, jetzt bin ich da. Mei, wenn's drauf ankommt, dann kann ich schon laufen. Genau das, was sie da gezeigt hat, glaube ich, macht sie aus. Sie ist einfach eine coole Sau, muss man einfach so sagen. Die macht sich nichts darum, was andere Leute sagen oder was irgendwer von ihr erwartet. Sie hat ihre eigene Erwartung, die ist nicht zu klein. Ich glaube, sie erwartet von sich selber auch schon viel. Aber sie geht da ganz zielstrebig und ganz konsequent dran. Die Boulderhalle in Garmisch-Partenkirchen. Beim Klettern gelten dieselben Regeln für Laura Dahlmeier. Nur wer den Weg kennt, erreicht das Ziel. Die Route steht fest, schon bevor man in die Wand steigt. Bergsteigen ist ihre zweite große Leidenschaft. Und mindestens genauso wichtig wie Biathlon. Alles, was ich jeden Tag mache, jede Kleinigkeit trägt dazu bei, dass ich die Person bin, die ich jetzt bin. Und da ich relativ viel Zeit draußen in die Berge und beim Klettern bin, ist das natürlich auch ein großer Teil von mir. Ja, ich glaube, die Biathleten sind sich nicht so ähnlich wie die Kletterer untereinander von der Lebenseinstellung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Gratuliere. Ja, geil. Juhu. Danke dir. Einmal frei. Ja, ich sag danke dir. Gute Zeit. Natürlich kann man da super trainieren und es gibt auch viele, wo man sich so gut versteht. Aber im Klettern ist es irgendwie anders. Ich kann das auch nicht so gut beschreiben. Ich glaube, man muss das einfach ja, machen. Kaukasus, Nepal, Anden, Matterhorn, das sind die Urlaubsziele der Laura Dahlmeier. Ey, ja, ich hab's so schlimm vorgestellt. Wenn mir jetzt jemand sagen wird, du darfst nie wieder klettern, du darfst nie wieder rausgehen, bergsteigen, ja, dann wäre das schon ein sehr großes Loch. Und ich glaube, das würde mich als Person definitiv total verändern. Die Gefahr steigt mit. Kurz vor der Saison 2014-15 passiert es. Ich war beim Klettern, es ist ein Griff ausgebrochen, das kann immer passieren. Dann hat es mich ein paar Meter runtergehauen. Bin dann im Seil gehängt, aber durch das, dass das Gelände eben nicht steil genug war, bin ich mit dem Fuß am Felsen aufgekommen und habe mich dann da am Sprunggelenk verletzt. Monatelang kann Laura Dahlmeier nur unter Schmerzen laufen. Schlittschuhbewegungen wie beim Skating gehen gar nicht. Die Saison beginnt ohne die jetzt 21-Jährige. Dabei sollte es doch ihre Saison werden.
Sie kämpft allein in der Heimat. Die Leidenschaft fürs Bergsteigen gefährdet die Leidenschaft fürs Biathlon. Gerade wenn es eben nicht so geht, wie man will, dann muss man einfach da lernen, geduldig zu bleiben. Und das ist alles ein Prozess. Und ich glaube, dass mich die Verletzung schon auch weitergebracht hat auf meinem Weg als Sportlerin. Und letztendlich war die Saison doch auch wieder super gut, wenn man die Erfolge am Ende der Saison betrachtet. Der Fuß schmerzt, aber Laura Dahlmeier läuft. Sie steigt spät in den Winter ein, doch im Februar 2015 ist sie absolute Weltspitze. Im tschechischen Nové Město, dort, wo sie zwei Jahre zuvor zum ersten Mal bei den Erwachsenen auftauchte, gewinnt sie ihr erstes Weltcuprennen. Die gute Schützin wird immer schneller. Die Weltmeisterschaften in Kontiolahti in Finnland werden zur Wiedergeburt des deutschen Frauenbiathlons. Nur ein Jahr nach dem Sochi-Desaster ohne Medaillen gewinnt Laura Dahlmeier ihre erste Einzelmedaille bei einer WM. Silber in der Verfolgung. Franziska Preuß holt dazu noch Silber im Massenstart. Die Staffel wird zur Machtdemonstration des jungen Teams. Schlussläuferin Laura Dahlmeier setzt ein Zeichen. Niemand kann dieser Mannschaft folgen. We have fun together and I think that's one of the bases. Es war was Besonderes und ich glaube, wir haben uns das echt noch oft dann danach gesagt, wow, Weltmeister sind wir haben es geschafft. Und das war echt schön. Ein Jahr später macht sich Laura Dahlmeier in Oslo auf den Weg zum norwegischen König. Harald der V. und seine Schwester Astrid begrüßen die neue Herrscherin im Biathlon. Eine Woche zuvor lag sie noch krank im Bett. Ich habe wirklich so von jetzt auf gleich Schweißausbrüche gehabt, so Magen-Darm. Und habe natürlich dann die WM schon in sehr weiter Ferne gesehen und habe gesagt, boah, Mama, schauen wir mal ins Gesicht, schauen wir mal in die Augen. Sagt sie, ja, du schaust gar nicht gut aus, so brauchst du gar nicht fliegen. Sie fliegt doch, dann schwebt sie. Gold in der Verfolgung, Silber im Massenstart, Bronze in Sprint, Einzel und Staffel. 5 Rennen, 5 Medaillen. Ja, Selbstläufer ist es definitiv nie. Und bloß weil es in einem Jahr gut läuft, heißt es ja noch lange nicht, dass es im nächsten Jahr genauso gut ist oder noch besser wird. Es muss immer alles zu 100% passen, gerade beim Höhepunkt, bei einer WM. Und das ist wirklich ganz, ganz was Besonderes. Auch wenn es jetzt von außen so wirkt, ja, mei, klar, haben wir ja gewusst, jetzt wird sie noch älter, trainiert ein bisschen mehr, dann wird sie noch besser, haha. So einfach ist es wirklich nicht, sondern ich glaube, man muss da wirklich jeden Tag voll an sich selber arbeiten, absolut konzentriert dabei bleiben. In Reichling ist das nicht anders. Laura Dahlmeier ist jetzt auf der Profistrecke unterwegs und testet ihre Grenzen. Ja, voll peinlich. Das war ja gleich in der ersten Runde. Ich habe die Strecke überhaupt noch gar nicht kennt. Aber wir waren ja top geschützt mit Protektoren und so weiter. Und weder mir noch dem Motorradl ist wirklich was passiert. Und ja, warum nicht? Abwischen, draufsitzen, weiterfahren. Abwischen, draufsetzen, weitermachen. Biathleten haben wenig Pause. Nach der Saison ist vor der Saison. Seit der Weltmeisterschaft in Oslo weiß Laura Dahlmeier, dass nicht mehr viel fehlt, um ihren Sport zu dominieren. Noch 2 Jahre bis zu den Olympischen Spielen. Letzte Zwischenstation. Die Weltmeisterschaften in Hochfilzen, Februar 2017. Die Frau in Gelb, Laura Dahlmeier, führt im Gesamtweltcup
und ist Top-Favoritin. Jetzt wieder dieses Zwischenatmen vor dem dritten Schuss. Auch den versenkt sie. Becker rein, hat angefangen, hat auch die erste Scheibe abgeräumt. Vierte Scheibe von Dallmayr Feld. Die fünfte auch. Der Berg, er wackelt, weil die Königin dran wackelt. Es ist Laura Dallmayr, die ihr Gold holen wird. Und dieser Vorsprung, er wird ausreichen. Das ist Gold für Laura Dallmayr. Sieg in der Verfolgung nach Silber im Sprint. Es läuft mal wieder. Ihr Skiclub hat mitgefiebert und singt mit ihr das Oberrheintallied. Ein Stück aus der Heimat. Der Besuch von Freunden und Familie bedeutet ihr viel in all der Aufgeregtheit um sie herum. Einfach mal hinsetzen, kurz durchschnaufen und ja, mal ganz normal ein paar Sätze zum Wechseln und nicht überlegen, okay, wird das jetzt morgen in der Zeitung abgedruckt, ist jetzt gerade die Kamera live, sondern einfach ja, ich selber sein. Wenn Journalisten warten, kann sie das nicht. Die Begleiterscheinungen ihrer Erfolge machen wenig Spaß. Interviews und öffentliche Auftritte zieht sie professionell durch, aber sie belasten sie, lenken sie ab, stören ihre sportlichen Ziele. Situationen, die sie nur zum Teil kontrollieren kann, mag sie nicht, so positiv sie auch sein mögen. Mein Ziel war nie, Promi zu werden, sondern mein Ziel war, Biathletin zu werden. Und ich möchte abgerechnet werden mit meinen Leistungen im Winter, die ich im Winter erbringe. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass wenn ich am Start gehe, dass das zu 100% passt und dass ich da einfach ja, gute Rennen abliefere. Das war in der Vergangenheit mein Ziel und das ist es auch weiterhin. Und noch wichtiger wie die Interviews oder wie ja, das drumherum. Die WM in Hochfilzen verlangt Laura Dallmayr alles ab. Sie holt einen Sieg nach dem anderen. Ein historischer Triumph. Doch dann klappt sie zusammen, kurz nach dem Staffelrennen. Das zweite Mal in Folge versagt der Kreislauf der 23-Jährigen. Die Pressekonferenz findet ohne sie statt. Das Team ruft den Arzt und der will Laura Dallmayr den Start beim letzten Rennen verbieten. Wir haben sicherlich uns Gedanken gemacht, ist das zu vertreten, sie in die Rennen zu schicken, sie zu melden. Aber wir haben natürlich ständig mit ihr kommuniziert und haben sie in die Entscheidung, man kann gar nicht anders handeln, mit einbezogen. Ja, ich war ja total entsetzt. Hat's kurz einmal eine Diskussion gegeben, aber ich glaube, ich kann mich selber, meinen Körper echt gut einschätzen und das habe ich gelernt, das habe ich auch am Berg gelernt. Da darf man keinen Fehler machen. Also wenn ich nicht weiß, wie mein Körper auf oder in gewisse Situationen reagiert, dann kann man einen Fehler machen, der wirklich starke Konsequenzen hat. Und ich kann mich so gut selber einschätzen und habe die Trainer und auch die Ärzte gesagt, hey, vertraut's mir da. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das passt. Wie ihr Opa schon gesagt hat, sie ist ein zähes Luder. Also O-Ton Laura Dallmayr. Das zähe Luder geht in den Massenstart. Das sechste Rennen in Hochfilzen. Saisonübergreifend hat sie bislang 10 WM-Medaillen in Folge geholt. Ein Rekord für die Ewigkeit. Noch einmal zeigt sie, warum sie die Beste ist. Laura Dallmayr ist am Schießstand der Konkurrenz überlegen. Und wenn doch eine vor ihr auf die letzte Runde geht, dann kennt sie keine Gnade, bis sie sie eingeholt hat. Laura Dallmayr gewinnt die sechste Medaille im sechsten Rennen von Hochfilzen. Einmal Silber, fünfmal Gold. Das gab's noch nie. Ich war selber in Hochfilzen, also die Stimmung war Wahnsinn, die war echt gigantisch, so viele Zuschauer. Die Erwartung hat man richtig gespürt, die war beim Einzel da und sie ist da ja auch Weltmeisterin geworden. Also dass sie da so cool ist und es immer wieder von Rennen zu Rennen so durchzieht, so konsequent ist und egal ob das Laufen oder Schießen ist, immer vorne mit dabei ist, kann ich nur sagen, ich ziehe den Hut. 10 Tage Ausnahmezustand. Laura Dallmayr hat alles rausgeholt und die Saison auch noch mit dem Gesamtweltcup geschmückt. Die Trophäen sind so zahlreich, dass sie kaum aufs Siegerfoto für die Sponsoren passen. Das Genick fällt fast ab. Die Titelträgerin will den letzten Fototermin nur noch hinter sich bringen. Sie ist durch. Ich hab die Arme und Hand nicht mehr. Gewinnst du viel?
Es ist so eine Kombination von voll aufgedreht sein und boah, das war jetzt ungefähr der Oberhammer. Ich bin aber total kaputt und komme überhaupt nicht mehr bewegen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, jetzt einfach heimbeamen, daheim ins Bett. 3 Tage, ja, Fensterläden zu und dann schauen wir weiter. Es muss weitergehen. Nach so einem Winter braucht man nicht lange zu überlegen, was alle von Laura Dahlmeier bei Olympia erwarten. Am meisten sie selbst. Mit fast 24 Jahren beschließt sie, ihr Training selbst zu gestalten. Bernhard Kröll, ihr Trainer seit Kinderzeiten, spielt keine große Rolle mehr. Laura Dahlmeier vertraut schon immer mehr ihrem Gefühl als dem Rat anderer. Da muss man halt wirklich genau den Weg treffen. Es ist immer so. Wir haben immer schon in der Vergangenheit auch Sportler gehabt, die so ihr eigenes Ding gemacht haben, die Individualisten waren. Da hat es manchmal richtig gut funktioniert, aber du kannst halt auch voll damit hinfallen. Biathleten sind Einzelgäner. Ole Einer Bjørndalen, Martin Foucault oder Kaiser Mäckereinen sind seit Jahren Ich-AGs, die selber bestimmen, was sie trainieren und auf welchen Rat sie hören. Laura Dahlmeier spielt in einer Liga, die automatisch einsam macht, weil kaum eine mit ihr mitkommt. Ich habe heuer einfach versucht, jeden Tag das Beste rauszuholen, einfach jeden Tag das Optimale zum Trainieren für den Winter, dass ich beim Höhepunkt fit bin. Ruppolding im September. Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft. Laura Dahlmeier beschränkt sich aufs Training. Nach dem 3. Platz im Sprint und dem 2. in der Verfolgung macht der Körper mal wieder schlapp. Und sie verzichtet auf Staffel und Massenstart. Die nationalen Titelkämpfe im Sommer sind für die Nachrücker wichtig. Laura Dahlmeier beschäftigt sich mit anderen Dingen, weil die Politik ihren Olympiatraum bedroht. Es sind jetzt sehr viele Schlagzeilen, die man da liest, die man hört, Fernsehbilder, die man sieht. Und wir haben uns ja schon ein bisschen angefangen, damit zu beschäftigen, mal gewisse Dokus anzuschauen. Und ja, es ist schon spannend. Ich habe jetzt auch die Trainer mal gefragt, ob das eigentlich sicher ist, ob wir wirklich da hinfahren. Oder ob es einen Plan B gibt oder einen Plan C. Ich glaube wirklich, erst wenn wir im Flieger sitzen, dass es tatsächlich in Südkorea stattfinden wird. Die Ansprüche sind hoch. Nach dem Debakel von Sochi hat sich die deutsche Frauenmannschaft innerhalb des Olympiazyklus zur Besten der Welt gemausert. Laura Dahlmeier ist Goldfavoritin. 5-mal Edelmetall ist die Vorgabe des Verbands für das gesamte Team. Pyeongchang ist noch weit weg an diesem Sommertag in Reichling. Auch ihre Freizeitgestaltung versucht Laura Dahlmeier zu optimieren. Der Motocross-Ausflug mit ihren engsten Freunden hilft ihr, den kommenden Stress im Winter leichter zu ertragen. Das Olympia spüren, den positiven Background des Olympia, glaube ich, hat seit vielen Jahren, das eigentlich auch der Ursprung von Olympia ist, dass man sagt, man kommt da zusammen mit Menschen, die gleiche Motivation haben, die das gleiche Ziel haben, die da einfach die Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Ihr halbes Leben hat Laura Dahlmeier auf diese Chance hingearbeitet. Akribisch, konzentriert, kompromisslos. Es muss einfach funktionieren. Ich weiß, dass den Weg, den ich die letzten Jahre gegangen bin, ein guter Weg ist, dass es für mich immer der richtige war. Wenn ich an den Start gehe, möchte ich einfach topfit sein. Und an dem Tag meine Bestleistung abrufen können, genauso wie ich es die letzten Jahre einmal versucht habe. Am Schierstand die Scheiben abräumen, in der Loipe alles geben. Und dann wäre es für mich gelungen.